Beim Thema Wigschweißen stößt man zwangsläufig auch auf das Thema Wolframelektrode bzw. das Anschleifen der Wolframelektrode. Und das ist das Thema in diesem Video. Eine Wolframelektrode sollte dann angespitzt werden, wenn es durch längeres Schweißen etwas stumpf geworden ist oder sich Dreckpartikel auf der Spitze abgesetzt haben oder man vielleicht sogar mit der Wolframelektrode ins Schmelzbad reingekommen ist. Das kann dazu führen, dass man beim Zünden Probleme bekommt oder während des Schweißens einen instabilen Lichtbogen hat. Es gibt mehrere Geräte, mit denen ihr eure Wolframelektrode anschleifen könnt. Einmal zum Beispiel wie von uns das Handy, also das tragbare Gerät, und einmal das stationäre Nassschleifgerät. Der Vorteil bei dem Handy bzw. dem tragbaren Schleifgerät ist darin, dass ihr das natürlich super gut mit auf die Baustelle nehmen könnt. Mit dem stationären Gerät bzw. dem Nassschleifgerät habt ihr den Vorteil, dass ihr besonders bei dicken Wolframelektroden stetig eine Kühlung habt und damit die Wolframelektroden nicht ausglühen. Ein weiterer Vorteil der beiden Geräte liegt darin, dass ihr die Wolframelektroden immer mit der gleichen Länge einspannen könnt und ihr könnt den Anschleifwinkel frei verstellen und somit die eine wie die andere Wolframelektrode immer genau gleich anschleifen. Beim Anschleifen der Wolframelektrode sollte man darauf achten, dass die Wolframelektrode von der Spitze an nach hinten runtergeschliffen wird und nicht seitlich. Am besten kann ich euch das an dem tragbaren Gerät zeigen. Bei diesem Gerät braucht man den Stift, setzt die Wolframelektrode vorne in die Spannhülse ein, schiebt sie auf Anschlag und zieht die so an. Dann setzt man den Stift seitlich ein und macht das Gerät an und dann durch langsames Drehen die Wolframelektrode anspitzen, bis man den Anschlag mit dem Stift erreicht hat. Nach dem gleichen System funktioniert es auch bei dem stationären Nadelanschleifgerät. Oder ihr könnt es auch an einem ganz normalen Schleifbock mit einem Spannstift machen. Bei einem Schleifbock sollte man darauf achten, seitlich gesehen, dass der Schleifstein von oben auf die Elektrode drauf fährt. Besonders darauf zu achten ist, dass man wirklich immer mittig auf dem Schleifstein ist und nicht abrutscht. Das heißt, dass man seitlich eine Markierung oder einen Kratzer an die Wolframelektrode macht. Das kann zu Zündproblemen führen. Und um solche Fehler zu vermeiden, sollte man am besten auf solche Geräte zurückgreifen. Besonders, weil nicht nur das Ergebnis besser und schneller ist, sondern auch besser für die Gesundheit, weil man dadurch nicht den Schleifstaub einatmet. In welchem Winkel ihr die Wolframelektrode anschleift, bleibt euch überlassen. Je spitzer ihr die Wolframelektrode macht, desto kleiner oder desto schmaler ist auch der Austrittswinkel von dem Lichtbogen und je flacher ihr die Wolframelektrode anschleift, desto breiter brennt der Lichtbogen. Manchmal kann es auch sein, dass die Wolframelektrode für euren Brenner zu lang ist bzw. für eure Anwendung und ihr irgendwo in eine kleine Ecke reinkommen müsst und ihr die Wolframelektrode kürzen müsst. Das würde ich euch empfehlen, macht ihr entweder auf der Seite vom Schleifbock oder mit einer Flex. Wenn ihr die Wolframelektrode brecht oder abhaut mit einem Hammer über eine Kante, dadurch kann die Wolframelektrode kaputt gehen und sich beim Schweißen spalten. Ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn ihr noch Wolframelektroden mit einer roten Markierung habt, also Wolframelektroden, die thoriumhaltig sind, nutzt auf jeden Fall ein abgekapseltes Gerät, weil diese können beim Anschleifen, zum Beispiel an einem Schleifbock, radioaktive Stoffe freigeben, die nicht gesund für euch sind. Wenn ihr Aluminium-AC schweißen wollt, solltet ihr trotzdem die Wolframelektrode anspitzen, obwohl ihr danach eine Kalotte bildet. Mit diesen Basics sollte es euch gelingen, die Wolframelektrode zum Wigschweißen passend anzuschleifen. Hat euch das Thema Schweißen gepackt und ihr möchtet mehr Informationen zu den Verfahren Micmac, Wig oder E-Handschweißen bzw. Informationen zu unseren Geräten haben, guckt euch die passenden Videos auf unserem Kanal an.